Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei ZDF Royal live aus Luxemburg zur Übertragung der ersten und auch einzigen großen königlichen Hochzeit dieses Jahres. Heute werden Erbgroßherzog Guillaume und Gräfin Stephanie Delannoy vor den Trauertal treten, um sich das Jawort zu geben. Gestern haben die beiden schon standesamtlich geheiratet. Ja, liebe Zuschauer, und Sie können in den nächsten knapp 3 Stunden live dabei sein. Machen Sie es also schön bequem auf Ihrer royalen Couch oder auf Ihrem royalen Sessel. Ja, wir sind hier mitten in der Luxemburger Altstadt. Das schauen wir uns mal an. Hier ist unser Übertragungswagen auf dem Place Guillaume d'Eu. Und der ist nur einen Steinwurf entfernt von dem Palais Grand Ducal, von dem großherzoglichen Palais, in dem sich jetzt die großherzogliche Familie, aber auch die vielen royalen Ehrengäste auf den Gottesdienst vorbereiten werden. Und er findet, auch nicht weit entfernt, in der Kathedrale Notre-Dame statt. Da werfen wir schon mal einen Blick rein. Feierlich herausgeputzt, da haben schon etwa 200, 300 Gäste Platz genommen, insbesondere die politischen Vertreter anderer Länder, aber vor allen Dingen auch des Staates des Großherzogtums Luxemburgs. Live-Bilder jetzt von der Ankunft der Vertreter aus allen Herren Ländern, aus Europa, vor allen Dingen aber aus arabischen Staaten, zu denen das Großherzogtum enge und freundschaftliche Kontakte pflegt. 1400 Gäste sind insgesamt geladen bei dieser großen Feier. Und auf diesem Balkon des Großherzoglichen Palastes, da wird später der lang erwartete und hoffentlich auch lange und intensive Brautkurs stattfinden. Schauen wir uns mal an, wie das alles vonstatten geht. Also, bis 11 Uhr werden die Gäste in der Kathedrale eintreffen. Die ersten werden gleich schon losfahren von den gekrönten und ungekrönten Häuptern. Also, es wird gleich schon spannend werden bei uns, liebe Zuschauer. Von 11 Uhr bis 12.45 Uhr die kirchliche Trauung. Und dann, wie schon erwähnt, um Punkt 13 Uhr der Kuss des Brautpaares. Hier, genau auf diesem rot geschmückten Balkon des Palais Grand Ducal. Und Sie werden immer live und hautnah dabei sein. Ja, heute hat sich eigentlich aus den europäischen Königshäusern alles angesagt, was Krone, Rang und Namen hat. Königin Silvia aus Schweden wird dabei sein. Königin Margarete von Dänemark. König Harald und Königin Sonja aus Norwegen. Es werden dabei sein König Albert und Königin Paola von Belgien und eigentlich alle Kronprinzen und Kronprinzessinnen aus den europäischen Königshäusern. Also Frederik und Mary, Philippe und Letizia, Håkon und Mette Marit, Willem Alexander und Maxima. Oh, habe ich vergessen, die Königin Beatrice, die wird auch dabei sein. Also alles, wie schon gesagt, was Rang und Namen hat, wird da sein. Die Briten, die tun sich ein bisschen rar, dazu später mehr. So, es gibt also ganz viel Blaublütige heute zu sehen und zu bewundern, liebe Zuschauer. Es gibt aber auch viele, viele tausend ganz normale Menschen, Luxemburger, Menschen aus den Nachbarländern, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Belgien, die hier hingekommen sind, um mitzufeiern und mitzuschauen. Und mitten im Gewühl, dort begrüße ich meine Kollegin Jutta Sonnewald. Hallo, ich stehe jetzt hier vor dem Palais. Hier fahren schon diverse Familienmitglieder raus und einige Thronfolger auch hier im Minibussen. Es ist ziemlich aufregend. Sehr viele Menschen stehen um uns herum und schauen hier dazu und hoffen, einen Blick zu erhaschen auf den Guillaume, auf den Erbherzogen, der hier gleich rauskommen wird gegen 11:15. Und die Braut wird dann ein paar Minuten später wohl rauskommen, ganz getrennt. Und neben mir steht jemand, Ina, aus Deutschland, extra angereist. Hallo Ina, wo kommst du her? Ich komme aus Anwende und wir sind heute extra hier angereist. Und wieso? Wir sind große Adelsfans und zelebrieren das auch mal mit großem Tamtam zu Hause, so mit Schweden-Hochzeit und die England-Hochzeit. Und jetzt gucken wir das hier live und freuen uns. Und was erhoffen Sie sich hier heute zu erleben? Viele bekannte Gesichter, gerade aus Dänemark und Schweden. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Viel Spaß dabei. Außerdem habe ich hier noch eine Mitarbeiterin der Starköchin Lea Linze, die etwas ganz Feines mitgebracht hat. Madeleines aus dem Hause Lea Linze. Hallo Susanne Fox, was können Sie uns über diese besonderen Madeleines sagen? Ja, dass es einfach die besten Madeleines im ganzen Land sind, weil sie von meiner Chefin, der Lea Linze, gemacht sind. Und sie sind halt so berühmt. Sie macht sie schon seit gut 20 Jahren. Und es ist einfach einzigartig. Sie perfektioniert dieses Rezept immer. Und so, dass es jetzt eben das ist, was es ist, die berühmteste Madeleine im ganzen Land und auch über die Grenzen hinaus, weit über die Grenzen hinaus. Aber heute bekommen auch royale Gäste das zu verspeisen. Wann bekommen Sie das? Genau, heute Nachmittag zum Kaffee wird die Madeleine gereicht für den gesamten Hof. Also werden viele gebacken? Ja, sehr viele, über 1000 Stück. Vielen Dank und dann gebe ich zurück ins Studio, Norbert. 1000 Mal Madeleine und ich will gar nicht wissen, wie viel 1000 Kalorien eine einzige Madeleine hat. Natürlich habe ich mir wie immer, liebe Zuschauer, bei ZDF Royal kompetente Gäste eingeladen, mit denen ich dann zusammen diese Hochzeitsfeier kommentieren möchte. Und eine von denen kennen Sie bestimmt schon, Julia Melchior, hat mit mir schon einige Hochzeiten gemacht. Royalexpertin, Publizistin, Autorin zahlreicher Bücher über die europäischen Königshäuser und auch Autorin zahlreicher ZDF-Dokumentationen, royaler Dokumentationen. Julia, ist ja schon was Besonderes für uns heute, diese Hochzeit, denn jetzt wird, ich wollte fast sagen, endlich mal wieder unter den Blaublütigen selbst geheiratet. Es ist das erste Mal seit 1999, als Kronprinz Philipp von Belgien seine Mathilde zur Frau genommen hat, dass jetzt wieder eine Frau aus dem Adel in ein regierendes Haus einheiratet. Wobei Stephanie aber jetzt nicht ebenbürtig im herkömmlichen Sinne ist, weil sie nicht aus einem regierenden oder ehemals regierenden Haus stammt, aber sie ist aus belgischem Uradel, ist aufgewachsen mit einem großen Traditions- und Geschichtsbewusstsein, mit einem großen Wertesystem für die Familie und hat eine sehr internationale Ausbildung genossen, was sie also auch prädestiniert, diese Rolle an der Seite des Thronfolgers von Luxemburg einzunehmen.
Die Dame an meiner anderen Seite ist Danielle Thoma und Luxemburgerin. Und bei dem Namen Thoma, liebe Zuschauer, wird es bei den einen oder anderen bestimmt so einen kleinen Klick geben. Ja, es ist die Ehefrau von Helmut Thoma, dem langjährigen Geschäftsführer von RTL. Sie sind Luxemburgerin, sie leben hier und sie werden sich wahrscheinlich ganz schön freuen. Besonderer Tag für ihr kleines Großherzogtum. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und ja, wir sind alle sehr stolz, dass heute wir lieben unsere Familie, unsere großherzogliche Familie natürlich sehr und Guillaume und Gräfin Stephanie, sie sind halt ein ganz besonderes Paar, finde ich auch. Sie passen wunderbar zusammen, aber danach können wir ja ein bisschen mehr darüber reden. Wie gesagt, das ganze Land fiebert mit und wie Julia ja schon sagte, seit 1999 keine royale Hochzeit mehr und heute ist ein ganz besonderer Tag und wir freuen uns mit dem jungen Paar. Und wir können uns gleich noch viel mehr freuen und viel mehr noch über Luxemburg erzählen, über das Großherzogtum, das einzige Großherzogtum der Welt, was aber ganz viel zu bieten hat sozusagen. Ja, liebe Zuschauer, Sie können sich die ganze Zeit bei uns via Internet über erstens die Abläufe hier formulieren, aber überhaupt über das Großherzogtum Luxemburg und über die großherzogliche Familie, über das Brautpaar bei uns im Internet unter royal.zdf.de finden Sie alles, was Sie wissen wollen oder schon immer wissen wollten. Unterhaltsam und spaßig natürlich aufbereitet. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen sollten, ja, also wir wussten ja irgendwie, dass Luxemburg einen Großherzog hat und da gibt es jetzt einen Erbgroßherzog und die wollen heiraten, aber wer sind die beiden eigentlich? Ja, die haben noch nicht so richtig Schlagzeilen gemacht, Gott sei Dank, den meisten sind es ja Negativschlagzeilen, die solche jungen Kronprinzen und Kronprinzessinnen machen können. Wir schauen uns jetzt mal an, wer ist dieses Paar, Guillaume und Stephanie? Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, als sich die belgische Gräfin Stephanie Delannoy und Guillaume, der Erbgroßherzog von Luxemburg, kennenlernten, erzählen sie uns in einem exklusiven Interview. Das war das erste Mal, dass ich jemanden treffe, mit dem der Kontakt so fließend ist und so angenehm und so vertrauend. Aber wir haben uns dann ein paar Jahre so nicht so regelmäßig, also unregelmäßig gesehen. Und erst seit 3 Jahren haben wir uns, also hat unsere Geschichte so gesagt angefangen. Da gab es so ein Feeling, wir waren sofort Komplize. Ja. Und das ist etwas, was man lange im Leben suchen kann. Prinz Guillaume erblickt vor 30 Jahren das Licht der Welt als ältester Sohn des heutigen Großherzogs Henri und seiner auf Kuba geborenen Ehefrau Maria Theresa. Die Eltern legen viel Wert auf eine bodenständige Erziehung, auch wenn nicht alle seine adlige Herkunft zu würdigen wissen. Er ist hier ganz normal zur Grundschule gegangen, hat Fußball gespielt, hat Klavier gespielt, war im Chor. Der Erbgroßherzog ist einer von ihnen, deshalb, glaube ich, lieben die Luxemburger ihn auch so sehr. Guillaume treibt enthusiastisch Sport, übt Klavier und Geige, lernt nach dem Schulunterricht sogar Kochen bei der Starköchin Lea Linster. Als er ein Schüler noch war, hat er bei mir einen Kochkurs, also so Praktikum gemacht über ein paar Wochen, immer am Wochenende. War wunderschön. Später besucht er ein College in der Schweiz, studiert Politik und Geschichte in Großbritannien, wo er auch eine Militärausbildung absolviert, legt daheim den Eid zum Offizier der Luxemburger Armee ab. Immer wieder zieht es ihn nach Hause zu seinen Eltern und den 4 Geschwistern. Kurz nachdem sein Vater im Jahr 2000 zum Großherzog vereidigt wurde, wird Guillaume zum Erbgroßherzog ernannt, denn er wird nach seinem Vater Staatsoberhaupt. Mein Vater und meine Mutter haben beide, sind für mich so ein bisschen ein Role Model. Ich meine, ich würde auch gerne so eine Familie aufziehen, wie sie es gemacht haben. Und auch im selben Augenblick ein sehr großes Bewusstsein von der Pflicht, die sie hier in Luxemburg haben. Gräfin Stephanie wurde in Belgien geboren, als jüngste von 8 Geschwistern. Studiert in Moskau russische Sprache und Literatur, dann in Belgien und Deutschland Germanistik. Bei der Verlobung im April steht ihre Mutter noch neben dem Großherzog. Doch im Sommer, noch vor der Hochzeit, verstirbt sie plötzlich. Ich glaube, das wäre nicht der Wille meiner Mutter gewesen, dass wir das alles absagen. Also ich mache es zuerst für meine Mutter. Und auch, es ist nicht, weil wir heiraten, dass ich meine Mutter vergesse. Neben dem Verlobungsring von Guillaume wird sie heute auch einen Ring ihrer Mutter tragen. Und der Traugottesdienst beginnt mit einer Schweigeminute. Ab morgen wird alles anders sein. Also ich würde sagen, nach der Hochzeit fängt ein neues Leben für uns beide an. Erstens hier in Luxemburg, was ja anders ist als zuvor für Stephanie. Und natürlich ein Leben zu zweit. Stephanie ist nun bereits Luxemburgerin und hat nicht nur Guillaume, sondern auch die Herzen der Luxemburger im Sturm erobert. Ja, dieses Exklusivinterview für das ZDF hat meine Kollegin Ina Dont geführt und wir werfen jetzt wieder einen Blick live in die Kathedrale, die schon ziemlich voll aussieht. 1400 Gäste sind hier und heute geladen. Zunächst werden die politischen Würdenträger statt Platz nehmen und jetzt... Großherzog Henri, seine Schwester Margareta, verheiratet mit einem Prinzen von Liechtenstein. Dahinter gefolgt sein Bruder, hier sehen wir ihn gerade im Bild, Prinz Jean.
Der Großherzog Henri hat 4 Geschwister. Seine beiden Schwestern haben sehr standesgemäß geheiratet. Eine Prinzessin von Liechtenstein, die andere eine Erzherzogin von Österreich. Es sind insgesamt sehr familien- und kinderreiche Familien, also auch die Familie von Stéphanie de Lannoy. Sie hat 7 Geschwister. Hier sehen wir gerade den jüngsten Bruder, Prinz Guillaume von Luxemburg, verheiratet mit Sibylla. Sie ist auch hochadelig und hat einen, ja, sie ist eine Nachfahrin von Alfonso dem 13. aus Spanien, eine Nichte von Juan Carlos. Und die beiden haben wir zuletzt gesehen auf der Hochzeit von Prinz Georg Friedrich von Preußen in Potsdam im letzten Jahr. Viele Verbindungen des Großherzogtums nach Spanien, in die Niederlande und vor allen Dingen. Und apropos Niederlande, da sehen wir sie auch gerade. Maxima und Willem Alexander, gefolgt von allen anderen Thronfolgern, die jetzt aus diesem Minibus aussteigen. Der ist gerade an uns vorbeigefahren. Wir haben ihn gerade schon den Kronprinzenbus genannt. Das ist der kaiserliche Thronfolger Naruhito, wenn ich ihn richtig erkenne. In der Mitte stehen Mette Victoria Marit und Daniel. Mette Marit und Horkon. Felipe und Letizia aus Spanien, spanische Kronprinz und Prinzessin. Und Mathilde mit Albert. Mathilde und Philipp haben ein ganz enges Verhältnis zum Großherzogtum. Ihr Sohn ist auch ein Patenkind unseres Bräutigams heute. Und Mathilde und Stéphanie stehen sich auch sehr nahe, weil sie halt beide aus so alten belgischen Familien stammen. Sie haben beide dieselbe Schule besucht. Und ich denke, Mathilde wird sicherlich auch eine wunderbare Beraterin für Stéphanie sein können. Kronprinzessin Victoria sehen wir hier dahinter. Prinz Daniel. Auf der Taufe von Prinzessin Estelle jetzt im Frühjahr war das eigentlich das Debüt für Gräfin Stéphanie. Das erste Mal, dass sie als Verlobte des Erbgroßherzogs von Luxemburg bei einem solchen Event dabei sein konnte. Die beiden wohnen anders als alle anderen königlichen Gäste hier im Palais des Großherzogs, weil sie wohl Estelle auch mitgebracht haben, die halt hier im Palast versorgt wird, während die Eltern halt ihre Termine hier wahrnehmen. Estelle, ihr erstes Kind, der strahlende Stern, wo wir das Vergnügen hatten neulich, die Tauffeier bei ZDF Royal live zu übertragen. Es sind eigentlich, bis auf Großbritannien, alle Kronprinzen und Kronprinzessinnen heute vertreten. Hier sehen wir Kronprinz Frederik und Prinzessin Mary aus Dänemark. Frau Thoma, sind Sie so ein bisschen enttäuscht, dass sich vor allen Dingen die Engländer heute so, ich sag mal, etwas rar machen? Ja, wir hatten uns ja schon erwartet, dass wir Prinz Charles mit Camilla haben könnten und ich glaube schon, dass wir ein bisschen enttäuscht sind, weil unser großherzogliches Paar war ja auch in England dabei und natürlich sind wir ein bisschen enttäuscht. Aber dafür freuen wir uns halt über die anderen, über Willem, Alexander und Maxima und ihren prächtigen Auftritt. Die haben auch gestern Abend schon für Furore gesorgt. Gestern Abend fand ein Gala-Diner zu Ehren des Brautpaares hier im großherzoglichen Palast statt. Alle in Abendrobe mit den schönsten Diademen. Und sind 25 Häuser sind hier vertreten, regierende und ehemals regierende Häuser. Alle Monarchien Europas. Hier sehen wir nochmal das belgische Kronprinzenpaar. Aber auch Monarchien aus dem Rest der Welt, wie Jordanien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Und halt auch ehemals regierende Häuser. Prinz Georg Friedrich von Preußen ist da, der Markgraf von Baden aus Deutschland, der Vertreter des Hauses Savoyen aus Italien, Emanuele Filiberto. Aber die ehemals regierenden Häuser haben alle schon Platz genommen in der Kathedrale. Es läuft alles streng nach Protokoll. Jetzt sind hier die Ehrengäste wie Felipe und Letizia aus Spanien. Königin Sophia kann heute nicht dabei sein. Sie ist auf einem Staatsbesuch in Bolivien und das Haus der Bourbonen wird heute durch das Kronprinzenpaar vertreten. Ja, Frau Thoma, für Sie ja eine große Ehre, wenn so viele gekrönte und ungekrönte Häupter kommen. Offensichtlich hat die Welt ja so ein bisschen vergessen. Luxemburg ist ein Großherzogtum, das einzige der Welt. Und es ist ein wichtiges, weil ein traditionsreiches und immer sehr einflussreiches. Ja, durch den Wiener Kongress sind wir ja dann 1815 zum Großherzogtum geworden. Und es ist das einzige Großherzogtum der Welt. Klein, aber wie wir immer sagen, fein. Und wir sind natürlich sehr stolz auf das Haus Nassau-Weilburg. Und wir schätzen und wir ehren sehr unsere Monarchie, um es so ehrlich auszudrücken. Und wer kommt denn jetzt gerade? Ja, das ist das Spanier, ja. Felipe und Letizia waren das gerade. Hier sehen wir die Kronprinzessin von Rumänien, Margarita, aus dem Haus Hohenzollern, mit ihrem Mann Prinz Radu. Ihr Vater war der letzte König von Rumänien, Michael I., der auch heute noch lebt, aber er ist über 90 und wird durch seine Tochter vertreten. Ja, Frau Thoma, Sie haben gerade die besonderen deutschen Wurzeln Ihres Großherzogtums angesprochen. Man kann eigentlich sagen, Luxemburg ist deutsch. Also erstmal ist Luxemburg Luxemburg, aber was die Dynastie betrifft, die stammen ja alle, wie Sie gerade sagten, Nassau-Weilburg
Ja, hessisch. Wir waren ja aber auch teilweise mal unter fremder Herrschaft. Also wir hatten ja auch mal Ludwig der 14., daher bei dem ging es uns nicht so gut. Dann wollte Napoleon der 3. uns ja abkaufen von dem, glaube ich, von Wilhelm, den wievielten von den Niederlanden. Hier sehen wir, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Caroline von Hannover. Ah, ja. Ich habe gerade gehört auch, dass Prinz Albert und Prinzessin Charlene nicht dabei sind. Und wir haben Prinzessin, ihre königliche Hoheit, Prinzessin Caroline dabei. Sehr elegant, wunderschön. Sie betritt quasi als Erbprinzessin. Genau so, ihren Bruder. Ja. Sie ist ja auch immer noch die Thronfolgerin in Monaco. Ja, sie ist die Thronfolgerin. Solange ja. Albert und Charlene kein eigenes Kind haben, ist sie die Thronfolgerin im kleinen Fürstentum. Ja. Und nächstes Jahr steht dort auch wieder eine Hochzeit an. Ihr ältester Sohn Pierre Carrag wird heiraten, seine Freundin Tatjana. Und wie wir hören, wird sie das wieder wie ins jede Detail planen und sie ist ja immer perfekt. Prinz Hassan von Jordanien, der ehemalige Kronprinz, 30 Jahre lang war er Kronprinz Jordaniens. Er ist der Bruder des verstorbenen König Husseins und vertritt heute das Königshaus von Jordanien. Hier sehen wir ihn gerade die Treppe hochschreiten mit seiner Frau Prinzessin Sarwat. Man sieht immer, hinter jedem Paar oder hinter jedem Gast ist ein Vertreter auch des Hofes hier. Also die werden alle eskortiert, immer von einer Hofdame oder von einem Adjutanten. So, wie sich das gehört bei Stefanie und Hannover. Wir hatten gerade schon über die deutschen Wurzeln gesprochen. Machen wir aber gleich weiter. Jetzt schauen wir erstmal unseren nächsten Gast. Prinz Edward von Großbritannien und seine Frau Sophie. Ja. Die beiden sind ja eigentlich die Stammgäste auf allen königlichen Hochzeiten. Zuletzt in Monaco haben wir sie gesehen, in Schweden haben wir sie gesehen. Das sind eigentlich immer die Vertreter, die das britische Königshaus auf die Hochzeiten schickt. Das ist der jüngste Sohn von Königin Elisabeth II. Und ich weiß schon jetzt, dass ganz viele Zuschauer anrufen werden oder angerufen haben oder uns via Internet die Frage stellen, warum ist die Queen nicht dabei? Die Antwort fällt ganz einfach. Die Queen kommt nie. Nein. Sie kommt nur zu königlichen Hochzeiten und königlichen Beisetzungen, aber eben nicht zu Hochzeiten von Kronprinzen und Kronprinzessinnen. Sophie war gerade vor ein paar Tagen in Paderborn zum Truppenbesuch. In Deutschland hat sie britische Truppen besucht. Also dieses Paar ist durchaus viel in königlicher Mission für die britische Krone auch unterwegs, obwohl sie halt einen niederen Rang in der Hierarchie der Thronfolge bekleiden. Ja, und Prinz Charles und Camilla sind heute leider verhindert. Ich glaube, die haben einen Staatsbesuch, den sie machen. Ich meine, in Polen sind sie heute unterwegs. Das ist natürlich auch immer eine Sache, wo sich Termine überschneiden. Wir sehen die Limousinen herausfahren. Es wird jetzt immer wichtiger, denn alle Thronfolger sind schon in die Kirche geschritten. Das heißt, es wird so langsam jetzt natürlich die engere Familie sein des Brautpaares und zuletzt die Monarchen der ehemals regierenden Häusern wie Schimeon von Bulgarien oder Konstantin von Griechenland und dann natürlich die amtierenden Monarchen. Königin Silvia konnte ich gerade hinter mir entdecken in einer der großen Limousinen. Weit ist es nicht vom Palais bis zur Kathedrale. Eigentlich könnte man auch zu Fuß gehen, aber aus Sicherheitsgründen ist das kaum möglich. Das sind die Geschwister von Guillaume, von unserem Bräutigam. Sein Bruder in der Mitte, der Großgewachsene mit dunklem Haar, Prinz Felix, ist auch sein Trauzeuge. Das erste Paar hier, Prinz Louis und Prinzessin Tessie, ein jüngerer Bruder, sie sind verheiratet schon seit einigen Jahren. Tessie hatte als Unteroffizierin im Kosovo gedient für die Luxemburger Armee und dort lernte sie Louis kennen und kurze Zeit später kündigte sich Nachwuchs an. Es wurde geheiratet mit Rückenwind, aber sie ist auch eine Prinzessin von Luxemburg geworden. Louis hat zwar auf den Thronanspruch verzichten müssen, die beiden waren blutjung, aber sie sind also ganz beliebte Familienmitglieder und alle Kinder des Großherzogspaars, die wir hier sehen, links Felix, rechts Sebastian. Alle sind gerade im Ausland studieren. Der eine Bioethik in Rom, die jungen Leute Politikwissenschaften in Großbritannien. Also in Luxemburg ohnehin, die großherzogliche Familie ist sehr international ausgerichtet. Europäer im wahrsten Sinne des Wortes. Erbgroßherzog Guillaume hat 4 Geschwister. Er ist der Älteste, deshalb ist er auch der Erbgroßherzog. Und seine Braut, Gräfin Stefanie, hat 7. Hier sehen wir gerade König Schimeon von Bulgarien.
der bis als Kind König wurde von Bulgarien und nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Neuordnung Europas das Land verlassen musste. Er kehrte nach über 50-jährigem Exil in den 90er Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zurück nach Bulgarien, gründete eine Partei und kehrte sogar also damit als Premierminister zurück. Also ist der einzige Exilmonarch, der jemals wieder in sein Land zurückkam und dort also auch ein politisches Amt bekleidete. Der König von Griechenland, König Konstantin und Königin Annemarie. Er ist ein Bruder von Königin Sophia von Spanien, sie eine Schwester von Königin Margrethe von Dänemark, die auch schon seit vielen Jahrzehnten im Exil leben, nämlich in London. Ja, und hinter uns sind gerade auf einem Extraweg die Limousinen mit den gekrönten Häuptern der regierenden europäischen Königshäusern gefahren. Sie hören immer im Hintergrund auch den Jubel bzw. den Salut der Ehrenformation, wenn ein König oder eine Königin vorbeifährt. Und die erwarten wir jetzt gleich in ein, zwei Minuten vor der Kathedrale. Wir sehen heute schön, es ist eine Hochzeit, die am Vormittag gefeiert wird, dass die Damen mit Hut kommen und mit einem kurzen Kleid, die Herren im Kött bzw. die militärische Ränge bekleiden in einer Galauniform. Das ist natürlich bei allen Mitgliedern von regierenden Häusern, die traditionell eine Ausbildung beim Militär gemacht haben, der Fall, dass sie heute hier in Uniform kommen werden. Eine lange Robe mit einem Diadem, wie wir es zum Beispiel in Schweden gesehen haben, trägt man nur am Nachmittag. Und dann würden die Herren dazu dann ebenfalls entweder die Gala-Uniform tragen oder aber einen Frack. Hier sehen wir Lala Salma von Marokko. Sie ist die Frau von König Mohammed von Marokko, eine ganz emanzipierte Frau. Sie war Informatikerin, ehe sie den König von Marokko geheiratet hat. Rechts oben im Bild, das ist das Live-Bild mit den vorfahrenden Limousinen, mit den gekrönten Häuptern, Königin und Königin. Königin Silvia haben wir gerade schon gesehen, Königin Beatrix. Und sie werden auch gleich dann aus diesen Limousinen entsteigen und dann in der Kathedrale Platz nehmen, wo dann um Punkt 11 Uhr der große katholische Trauungsgottesdienst stattfindet. Fürst Hans Adam von Liechtenstein. Er ist zwar noch nominell das Staatsoberhaupt des Fürstentums, aber er hat die Regierungsgeschäfte vor einigen Jahren an seinen Sohn abgetreten, was ja auch in Luxemburg so üblich ist, dass der amtierende Großherzog zu Lebzeiten die Amtsgeschäfte übergibt an den Thronfolger. Es lebt ja auch noch der alte Großherzog, Großherzog Jean, aber seit einigen Jahren ist also Großherzog Henri, der Vater des Bräutigams, das Staatsoberhaupt. Und das ist ein Fall in Liechtenstein, in Luxemburg und in den Niederlanden, zu Lebzeiten abzudanken und die Geschäfte zu übergeben an die nächste Generation. Das ist der Erbgroßherzog Guillaume, der jetzt die Limousine besteigen wird, die diese etwa 150 Meter bis zur Kathedrale fahren wird. Seine Braut, Gräfin Stephanie, wird sich ein wenig später auf den Weg machen und zur Kathedrale fahren, in Begleitung ihrer Familie und Und hier sehen wir Königin Silvia von Schweden, die zusammen mit ihrem ältesten Sohn, mit ihrer ältesten Tochter, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, das schwedische Königshaus vertreten wird. Die Schweden sind ja auch immer so nett, die stellen sich dann auch immer den Fotografen. Also gestern Abend bei dem Gala-Diner erlebten wir, dass einige Royals also auch schnurstracks in den Palast gezogen sind. Aber Königin Silvia, ganz First Lady von Schweden, stellt sich gerne den Fotografen, weil sie weiß, dass sie einfach die Fotos und die Bilder von diesem Tag für uns alle so wichtig sind. Ja, die Frau des gestrigen Abends war, was die Äußerlichkeit betrifft, würde ich mal sagen, Maxima. Der Auftritt war wirklich atemberaubend. Und ich habe selten so ein Blitzlichtgewitter erlebt. Es war wirklich so, als würde aus dem Abend ein hellichter Tag werden, als Maxima erschien. Wirklich toller Auftritt, wie ohnehin aller, ich sag jetzt mal, dieser royalen Popstars, dieser jungen Gilden, die auf der einen Seite Etikette zeigen und tragen, auf der anderen Seite fröhlich, frisch und frei durch das Leben gehen und sich entsprechend auch zu zeigen. Das belgische Königspaar, Albert II. Und Königin Paola, sie sind ganz eng verwandt mit der großherzoglichen Familie. Albert II. War ein Bruder von Erbgroßherzogin Josephine Charlotte, also der Mutter des amtierenden Großherzogs und der Großmutter von unserem Bräutigam. Und damit ist Albert II. Ein Onkel, der hier heute ist und der auch bei vielen Veranstaltungen hier im Großherzogtum Luxemburg teilnimmt, wie bei der Vereidigung von Henri zum Großherzog. Auch für das Königreich Belgien ist das ja heute ein großer Tag, dass wieder eine Belgierin in die großherzogliche Familie Luxemburgs einheiratet, wie schon vor zwei Generationen. Es gibt eine lange Geschichte der beiden Monarchien, die im 19. Jahrhundert ja auch alle noch in Personalunion vom König der Niederlande quasi ein Königreich waren.
Dazu gehörten Belgien, Luxemburg und natürlich die Niederlande, bis sie 1890 in die Unabhängigkeit gegangen sind, die Luxemburger. Das norwegische Königspaar. König Harald und Königin Sonja. Harald wieder genesen, muss man sagen, nach einigen schweren Krankheiten, die ihn wirklich arg mitgenommen hatten. Wir sehen auch die orange-gelben Schärpen. Das sind die Schärpen des Nassauischen Hausordens, des Goldenen Löwens. Es gibt auch eine sehr enge familiäre Verbindung zwischen dem norwegischen Königshaus und der großherzoglichen Familie von Luxemburg. Königin Beatrix der Niederlande. Ebenfalls aus dem Haus Nassau, allerdings Nassau-Oranien. Hier in Luxemburg ist das Haus Nassau-Weilburg, eine Nebenlinie. Die seit 1890 das Großherzogtum regiert. Und was du gerade schon angesprochen hattest, die Verbindung zwischen den Niederlanden und Luxemburg waren immer sehr eng, allein wegen der Personalunion niederländischer König Großherzog von Luxemburg. Auch die Königin der Niederlande war bei der Amtseinführung von Großherzog Henri zum Beispiel auch zugegen. Das ist jetzt wieder der Eingang des Großherzoglichen Palastes. Und jetzt sehen wir die Braut, Gräfin Stephanie, in ihrem Kleid. Wir wissen bis zur Minute noch nicht ganz genau, haben aber schon Informationen, wer der Designer sein könnte. Aber das lassen wir uns erst einmal bestätigen, bevor wir irgendwas sagen, was nicht stimmt. Also Gräfin Stephanie Delannoy, die den feierlich geschmückten Rolls-Royce betritt oder betreten will. Das ist ja alles etwas schwierig mit dem Einsteigen, vor allem wenn man so eine lange Schleppe hat. Die schleppt sich, die zieht sich und die muss jetzt erst einmal ordentlich verstaut werden. Sie ist ja auch nur am Haar befestigt, die Schleppe, was ja ein Kunstwerk ist für jeden Coiffeur, so eine schwere Schleppe samt Diadem in der Frisur zu befestigen. Wo man muss auch den ganzen Tag halten. Wo gibt man sowas? Da gibt es Spezialisten. Und auch für die ganzen Gäste stand hier eine Armada von Friseuren zur Verfügung für den gestrigen Abend, um die Diademe einzufertigen in die Frisuren und auch für den heutigen Tag. Das muss alles geplant werden. Aber ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, diese Schleppe zu tragen. Und wir haben ja, Julia, die Gräfin hautnah erlebt bei den Proben in der Kathedrale. Wir haben sie nicht bemerkt und sie hat uns nicht bemerkt, weil sie sah gar nicht aus wie jemand, der gleich heiraten bzw. einen Tag später heiraten wird. Es ist so nett, wenn da so eine Generalprobe stattfindet, denn eine Braut muss sich ja auch an die Schleppe gewöhnen und dann gibt es also quasi über Jeans und Bluse wird dann eine Ersatzschleppe mit Gummizug angebracht, wo sie dann also auch den Gang durch die Kathedrale üben kann und würdevoll also auch diesen Gang durchschreiten. Der Großherzog von Luxemburg, Ihr Staatsoberhaupt, Frau Thoma. Er wird begleitet von einer Tante von Gräfin Stephanie. Die Mutter von Stephanie ist ja vor 2 Monaten verstorben. Traditionell hätte jetzt die Mutter der Braut an der Seite des Großherzogs gestanden. Und dieses Amt übernimmt heute eine Tante von Stephanie. Man hatte wohl ganz kurz überlegt, ob man die Hochzeit absagen würde, aber Stephanie hat gesagt, das wäre nicht im Sinne meiner Mutter gewesen. Und als Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit mit ihrer Mutter trägt sie neben ihrem Verlobungsring, den Verlobungsring ihrer Mutter und auch in der Kirche mit einer Madonnenstatue den Schleier des Brautkleides ihrer Mutter tragen. Beiden war es sehr wichtig, dass die Hochzeit dann doch so stattfinden wird, wie sie stattfinden sollte. Ja, Frau Thoma, Ihr Großherzog Henri, hat er wieder ein bisschen mehr Glanz, ein bisschen mehr Leben in das Großherzogtum gebracht? Oder ist es vor allen Dingen jetzt sein Nachfolger, der Erbgroßherzog Guillaume, von dem Sie erwarten, dass er vielleicht noch etwas mehr Glanz und Gloria wieder hinbringen wird? Gerade durch seine vielen Kontakte zu den Kronprinzen und Kronprinzessinnen. Ja, wie wir gehört haben, glaube ich, wird Erbgroßherzog Guillaume sich ja auch in dem wirtschaftlichen Sinne sehr einbringen, also und auch die zukünftige Erbgroßherzogin wird ihn auch begleiten auf seinen Reisen. Und unser Haus hat immer sich sehr nach außen, war immer sehr nach außen vertreten. Und ich glaube, dass wir ihn haben. Da haben wir die An der Seite von Großherzog Guillaume seine Mutter Marie-Theresa Mestre, gebürtige Kubanerin. Sagen Sie, Frau Thoma, die Mutter Marie-Theresa Mestre, die hat etwas warten müssen, bis sie Staatsbürgerin hier von
Luxemburg werden konnte. Stefanie wurde es gestern mit der standesamtlichen Hochzeit. Das hat viele Luxemburger geärgert. Verstehen Sie das, dass das so schnell geht? Nein, das kann ich nicht verstehen. Das ist ja auch ein Staatsakt. Das ist ja auch nicht... hören wir sich sehr schön. Die Luxemburger freuen sich natürlich jetzt sehr. Und ich finde das wunderbar, dass sie das auch sofort angenommen hat. Und wie man hört, lernt sie auch die luxemburgische Sprache schon und versteht es schon. Ja, und aber man kann es ja niemandem recht machen. Ja, genau, wie im richtigen Leben. Die Mutter des Bräutigams, Maria Theresa, wir haben sie selten so strahlend gesehen wie gestern auf dem Rückweg vom Standesamt. Sie ist eine über und über stolze Mutter. Und das ist für sie natürlich auch ein großer Tag. Wunderschön. So, der große Rolls-Royce, der feierlich geschmückte mit der Braut, ist gerade hinter uns hier am ZDF-Set vorbeigefahren, hochbejubelt. Und was das Brautkleid betrifft, soll ein belgischer Designer sein, Edouard Vermeulen, mit dem belgischen Label Nathan. Hat auch schon das Verlobungskleid von Stefanie entworfen. Das werden wir jetzt gleich genauer sehen. Der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Ollerich, begrüßt hier den Bräutigam und seine Mutter. Er leitet nachher den Traugottesdienst. Interessant auch, die Ringe, die sich das Brautpaar ausgesucht haben, Julia, die sind aus Gold, aber aus einem besonderen Gold. Darauf legt das Brautpaar einfach sehr viel Wert. Es sollte fair gehandeltes Gold sein. Aber sie machen sich auch ohnehin sehr aktiv als Schirmherren. Und das möchte Stefanie in Zukunft auch machen. Hier sehen wir ihre ganzen Nichten und Neffen. Sie hat 15 Nichten und Neffen. 5 davon sind heute als Blumenkinder dabei. Und vorne rechts im Bild angeführt wird der kleine Blumenkinderzug von Prinz Gabriel. Das ist das älteste Enkelkind von unserem Großherzogspaar. Der Sohn von Prinz Louis und Prinzessin Tessie. 6 Blumenkinder, 2 Jungen, 4 Mädchen. 4 Trauzeugen. Ja. Die Blumenkinder und die Brautjungfern werden jetzt gleich vor der Kathedrale Notre Dame die Braut erwarten und dann feierlich mit der Braut in die Kathedrale einziehen. Auf den Moment haben wir gewartet, glaube ich, oder warten wir alle jetzt, ganz gespannt. Seit 31 Jahren eigentlich. Denn das war das letzte Mal, dass der Thronfolger geheiratet hat hier. Ein ganz großer Moment jetzt, wenn die Tür aufgeht. Beiden Brautjungfern in Aprikot. Das eine ist die Schwester vom Bräutigam, Erbgroßherzog Guillaume, seine Schwester Prinzessin Alexandra. Und die andere Brautjungfer ist eine Nichte von Stefanie. Sie hat ja 7 ältere Geschwister. Dementsprechend sind die Nichten und Neffen auch zum Teil schon etwas älter. Das ist ihre Nichte Antonia Hamilton. So, jetzt können wir auch einen Blick auf das wunderschöne Kleid werfen. Wir haben gerade erfahren, dass das Kleid nicht von Nathan ist, der eigentlich zwar der Hofschneider des großherzoglichen Hofes ist, sondern es ist von Elie Saab. Das Brautkleid ist von Elie Saab? Aber die gesamte großherzogliche Familie ist von dem belgischen Couturier Nathan eingekleidet. Nathan ist das Label, Edouard Vermeulen, der Designer, der dahinter steckt, aber die Braut heute in Elie Saab. Sie sieht bezaubert aus. Also sympathisch. Und die Blumenkinder in den Nationalfarben Luxemburgs. Ein schönes Ensemble. Wie so kleine Pagen. Mhm. Sie wird von ihrem ältesten Bruder Jehan zum Altar geführt. Der Vater von Stefanie ist schon über 90 und dementsprechend übernimmt sein ältester Sohn den Gang zum Altar und führt seine Braut in die Hände von Erbgroßherzog Guillaume. Das sind für den Vater wunderschöne und zugleich aufregende Tage. Gestern bei der standesamtlichen Hochzeit erlitt er einen leichten Schwächeanfall, weil er sich so unglaublich gefreut hat und gleichzeitig natürlich an seine Frau dachte, die ja vor kurzem Ende August erst verstorben war und natürlich dachte, wäre wunderschön, Alex, wenn du mit dabei wärst in diesen schönen Tagen, gestern und heute in Luxemburg. ...1400 Gäste in der Kathedrale, das ist schon fast Rekord. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, wie viel damals in Westminster Abbey bei der Hochzeit von Kate und William dabei waren. Ich glaube, da waren es sogar ein paar weniger, jedenfalls in der Kathedrale. Also das Großherzogtum lädt auch gerne groß ein. Ja, das ist schon 1400 Gäste, das ist schon unglaublich. So viele hätte ich gar nicht gedacht.
als das Verhältnis Frau Thoma zwischen Stefanie und Guillaume bekannt wurde. Die haben das eine ganze Zeit unter der Decke gehalten. War man da überrascht oder nach dem Motto, ach ja, schön, und vor allen Dingen erstens blaublütig und zweitens mal wieder eine Belgierin? Das heißt überraschend, nein, wir fanden, dass es wieder eine Belgierin ist, weil wir hatten ja schon mit unserer früheren Großherzogin, Josephine Charlotte, das belgische Haus wieder. Und es war lange Zeit geheim gehalten worden und als es dann an die Öffentlichkeit kam, freuten wir uns natürlich mit Guillaume, dass sie so eine wunderbare Frau, eine so sympathische Frau ist. Und ich finde, dass die beiden sehr gut zueinander passen. Und auch so selbstsicher und würdevoll, Stefanie, als man sie sah auf dem Verlobungsempfang mit der Regierung Luxemburgs, waren alle also beeindruckt, wie souverän und mit welcher Selbstverständlichkeit und welcher Haltung sie also dieses Amt übernimmt. Und auch das traurige Schicksal, dass sie die Mama verloren hat. Mit der Fassung, wie sie das trägt. Und wie sagte der Abgroßherzog so schön vorhin in unserem ZDF-Exklusiv-Interview, wir sind gute Komplizen. Er meinte, glaube ich, etwas anders. Ja, er meinte, glaube ich, dass sie auch wirklich auf einer Wellenlänge sind. Ja. Sie teilen dieselben Werte, sie haben dieselben Interessen und sie wollen sich auch zusammen als Team in den Dienst des Landes stellen. Und ich glaube, dass sie ein großartiges Paar sind. Ach, genießen wir einfach mal dieses wunderschöne Bild. Die Luxemburger haben sie auch jetzt schon ins Herz geschlossen. Gräfin Stephanie de Lannoy, die nach der Eheschließung dann ihre königliche Hoheit Großerbgroßherzogin von Luxemburg sein wird oder auch einfach genannt werden muss oder auch ganz einfach Prinzessin von Luxemburg genannt werden kann. Seit gestern, seit ihrer standesamtlichen Hochzeit, ist sie auch Staatsbürgerin Luxemburgs, wird jetzt empfangen vom Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Ollerich, der den Traugottesdienst leiten wird. Sie kommt selbst auch aus einer sehr katholischen Familie. Eine ihrer Schwestern ist in einen Orden eingetreten. Eine ihrer Tanten ist Ordensschwester. Sie hat sehr viele Geschwister. Es ist ein sehr traditionsreiches und sehr gläubiges Haus, was sie auch sehr teilt mit der großherzoglichen Familie. Ja, wie mit dem Luxemburger Land. Wir sind alle sehr katholisch. Ihr Bruder Johann Delannoy, der Sie zum Altar führt, ist ein Rechtsanwalt mit einer eigenen Kanzlei in Brüssel. Die ganze Familie, alles sind Akademiker, die als Juristen arbeiten, im diplomatischen Dienst tätig sind. Und selbst Stephanie hat schon diplomatische Erfahrung gesammelt. Nach ihrem Studium der Germanistik, deshalb spricht sie auch so fantastisch Deutsch, hat sie bei der belgischen Botschaft gearbeitet. Der Brautzug durchschreitet die ersten Portale der Kathedrale Notre-Dame, angeführt von den Blumenkindern, Prinz Gabriel von Luxemburg von rechts und Nichten und Neffen von Gräfin Stephanie Delannoy. Ein großer Tag für Luxemburg und ein großer Tag Ja, der Zeitplan, der wird ziemlich genau eingehalten. Gleich wird der große Trauungsgottesdienst hier in der Kathedrale beginnen. Ein römisch-katholischer Ritus. Es wird getraut im Rahmen einer großen Eucharistiefeier. Das Brautkleid haben wir gerade schon erfahren von dem belgischen Designer Edouard Vermeulen. Jetzt haben wir einen wunderschönen Blick in die Kirche auf den wartenden Bräutigam, auf Guillaume und auf die Familie des Großherzogs. Großherzog Henri und seine Ehefrau Maria Theresa Mestre. Der Hauptzelebrant dieses Gottesdienstes wird der Erzbischof von Luxemburg sein, Jean-Claude Ollerich, und als Konzelebranten dabei der apostolische Nuntius im Großherzogtum Luxemburg, Giacinto Bellocco, dann der Alterzbischof von Luxemburg,
Ferdinand Franck, der Benediktiner Abt von Clerf, Michel Giraud und natürlich der Hausherr der Kathedrale, François Müller. Und wie das so ist, liebe Zuschauer, der Bräutigam hat seine Braut noch nicht in dem Brautkleid gesehen und ist natürlich jetzt sehr erwartungsvoll. Gerade haben wir Fabiola von Belgien gesehen. Die Gemeinde erhebt sich. Das ist der Vater von Stefanie. Wie schon gesagt, 90 Jahre alt. Für ihn ein ganz, ganz, ganz großer Tag, den er sich lange gefreut hat. Mit viel Freude und Trauer. Andererseits, weil seine Frau, Stefanies Mutter, ja Ende August verstorben war, kurz vor dieser Vermählung. Aber die Familie hat darauf bestanden, dass diese Trauung dennoch jetzt stattfindet. Und sie ist in vielerlei Hinsicht auch der Mutter von Stefanie gewidmet. Das werden wir gleich sehen, liebe Zuschauer, zu Beginn des Gottesdienstes, wenn es nämlich eine Schweigeminute gibt zur Erinnerung an die Gräfin de la Noire, Alix. ...1400 Gäste hier in der Kathedrale Notre-Dame. Unsere liebe Frau von Luxemburg, so heißt sie, römisch-katholische Kathedralkirche des Erzbistums Luxemburg. Musikalisch gestaltet wird die Zeremonie von den Chören der Kathedrale, unsere liebe Frau von Luxemburg, und dem Kammerorchester Luxemburg unter der Leitung von Antonio Goruso. Und der Orgel, das Musiker, das große Tumultus wird dabei sein. Und mit dem Gesang von Großer Gott, wir loben dich, beginnt jetzt der feierliche Gottesdienst.
Am Namen vom Pap, auf vom Sohn, auf vom Heiligen Geist. Amen. Der Frieden sief mit dir, alle Guten. Vos Majestät, Altesse Impériale, Altesse Royale, merci de fêter avec tout le peuple luxembourgeois ce mariage princier. Pour nous, citoyens de Luxembourg, c'est un jour de joie. Für uns in Luxemburg ist dies ein Tag der Freude, de grâce. Ein Tag der Gnade. I would like to welcome all of you. Ich möchte Sie alle herzlich hier willkommen heißen für dieses freudvolle Ereignis. Diese Hochzeit. You share with all the people of Luxembourg. Sie teilen mit dem ganzen Volk Luxemburgs diesen großen Moment für unser Land. Danke. Entre la joie des fiançailles, aber die Freude der Hochzeit, die Freude dieses Tages, ist auch getrübt von Traurigkeit, die auf unseren Herzen lastet, aufgrund des Todes der geliebten Gräfin Alix, die Mutter von Stephanie. Nous ne voudrions pas commencer sans cette messe. Wir möchten deswegen diese Zeremonie nicht beginnen, ohne an sie zu denken, die von oben herab im Himmel auf uns herunterblickt. In between the betrothal and this wedding ceremony, we had the sad news. Wir haben die traurige Nachricht erfahren müssen vor einigen Wochen des Todes von Gräfin Alix, deren Tochter Stephanie ist. Wir sind uns sicher, dass sie nun im Himmel uns und unserer Feier hier in der Kathedrale beiwohnt. Aber beginnen wir unsere Feier mit einer Schweigeminute. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen, was verwundet ist. Erbarme dich unser. O Christ, du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Christus, erbarme dich. Seigneur, du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und nach der Vergebungsbitte, nun das Gloria von Wolfgang Amadeus Mozart, singt der Chor aus der Dreifaltigkeitsmesse. Thank you.
Prions le Seigneur. Lasset uns beten. Seigneur notre Dieu. O Gott. Tu as sanctifié le mariage du hast die Ehe geheiligt par un mystère durch ein so großes Geheimnis, que tu en as fait dass du daraus das Sakrament der Verbindung der Kirche mit Christus gemacht hast. Gewähre Prinz Guillaume und Gräfin Stephanie, die dieses Sakrament im Glauben empfangen werden, dass sie es in ihrem ganzen Leben verwirklichen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Und nach dem Tagesgebet jetzt die Lesung aus dem Korintherbrief, das sogenannte Hohelied der Liebe. Und das wird auf Luxemburgisch vorgetragen. Paulus, seinem ersten Brief. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Christengemeinde von Korinth. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Dann denktet mich nicht. Lebt als gedöllischt. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig. Sucht nicht ihren Vorteil. Lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Dem Herrgott sei Wort Gottes. Der Chor singt jetzt den Psalm 32.
Der Diakon verkündet jetzt das Evangelium und die Seligpreisung an der Bergtreppe. Evangel de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Acclamons la parole de Dieu. Es folgt nun die Predigt und die hält der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Wallerich. Cher Prinz Guillaume, chère Comtesse Stéphanie, lieber Prinz Guillaume, liebe Gräfin Stéphanie, cher Stéphanie, oder besser noch, cher Guillaume, liebe Stéphanie, lieber Guillaume, permettez-moi de vous adresser ainsi. Gestattet mir diese persönliche Anrede jenseits des Protokolls, mais ce sont vos noms de baptême, denn eure Taufnamen liegen Gott am Herzen. C'est par ces noms unter que diesen, euren Taufnamen, hat er euch in das Buch des Lebens eingetragen. Beide bezeugt ihr hier heute in dieser Kathedrale eure Liebe und eure gegenseitige Treue vor Gott. Und das in einer Zeit, wo viele Männer und Frauen auch hier in Luxemburg leiden unter Trennung und Scheidung. Zu einer Zeit, wo viele unter der Verletzung der Liebe leiden und deswegen nicht mehr an sie glauben. Dafür ist eure Hochzeit ein Zeichen der Hoffnung für so viele, gerade auch junge Menschen. Durch euer Gelübde wird damit ein Zeichen der Hoffnung gesetzt, hier in Luxemburg und auch überall sonst. Die Liebe ist möglich. Lasst euch auf sie ein. Eure Hochzeit gibt uns allen erneut Kraft, an die Liebe zu glauben.
Und wenn ein Prinz vor dem Traualtar steht, dann kann man von einer Traumhochzeit sprechen. Das ist etwas Edles, etwas Tiefes, etwas eminent Romantisches. Ihr aber habt euch Bibeltexte ausgesucht, die jenseits von Traum und Romantik den Augenmerk richten auf die Realität der Liebe, die zu uns Menschen gehört, existenziell ist und doch alles andere ist als gewöhnlich. Jede Liebe kennt Krisen. Wir alle sind wohlvertraut mit der Liebe in der Familie, einer Liebe, in der wir unseren festen Platz haben, in der man uns kennt, in der wir von klein an aufgewachsen sind, die unsere Gewohnheiten und unsere Schwächen kennt, eine Liebe, die uns annimmt und schützt. Ja, und dann, in der Ehe, ist alles neu. Natürlich macht es uns glücklich, dieses Neue im Anderen ständig aufs Neue zu entdecken. Aber dieses Neue, dieser Aufbruch, ist auch verbunden mit Irritation. Etwa wenn unser Gegenüber nicht mehr komplementär, sondern als anders gesehen wird. Das verunsichert und bedroht uns vielleicht sogar auch. Wenn die andere Person nicht mehr dem Geliebten etwas entspricht, mit dem wir unser Leben teilen wollen. Diese Verunsicherung, die kann natürlich ein Paar in die Krise führen, aber sie widerspricht nicht der Liebe, ganz im Gegenteil. Sie ist wie eine Stufe, auf dem Weg, der uns von der Liebe als Empfindung hinführt zu einer Liebe, die sich als Verpflichtung versteht. Wie wir gerade in der Apostellesung gehört haben, führt dieser Weg hin zu einer Liebe, die sich geduldet, weil sie um ihren Sieg weiß. Deswegen kann sie Geduld haben, hin zu einer Liebe, die unserem sozialen Engagement, unserem Alltag und uns selbst Sinn gibt. Car l'amour conjugal. Denn die Liebe zwischen Eheleuten ist Teilhabe an der schöpferischen Liebe Gottes. Und um dies verstehen zu können, müssen wir mit Jesus Christus auf diesen Berg hinaufsteigen, wie es im Evangelium steht. Eine der schönsten Stellen der Weltliteratur, die ihr euch für eure Hochzeit ausgesucht habt. Durch den Aufstieg lösen sich die Nebelschwaden von Egoismus und Hass in Gottes Klarheit auf. Und hier oben, auf diesem Berg, finden wir unsere Freiheit als Kinder Gottes wieder und sind Jesus inmitten seiner Jünger nahe. Betrachten wir doch einfach einmal die vielen Menschen so, wie Jesus es getan hat. Mit einem Blick aus tiefstem Herzen heraus. Und was sieht er mit diesem Blick? Nun, diejenigen, die arm vor Gott sind. Er sieht diejenigen, die keine Gewalt anwenden und denen es nach Gerechtigkeit dürstet. Er sieht diejenigen, die barmherzig, reinen Herzens und Friedensstiften sind. Und er sieht diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wo wir nur die menschliche Komödie wahrnehmen und wo wir nur verschwommene Gestalten erkennen können, blickt Jesus den Menschen ins Herz. Er sieht sie als Menschen, er sieht sie nackt und schutzlos. Er erkennt ihre Sehnsucht nach Liebe. Und sein Blick ist weder distanziert noch kritisch, sondern sein Blick spricht an und verändert. Selig seid ihr, durch diesen Blick Jesu, der Glückseligkeit schafft und Heil verspricht. Sein Blick ist der Blick der Liebe. Jesus hat es uns vorgemacht. Und deswegen kann man nicht nur euch, sondern uns allen hier an diesem Ort sagen, wenn ihr euch in den Niederungen des Lebens verlauft, dann steigt hinauf auf den Berg Gottes. Dort ist die Sicht weiter. Denn eure Verpflichtung vor Christus und seiner Kirche verpflichtet auch ihn.
Er wird euch teilhaben lassen an seinem Blick. Betrachtet euch deswegen mit seinen Augen, euer ganzes Leben lang, mit diesem Blick Jesu Christi. Ihr werdet darin die Realität des anderen erkennen und euch in Wahrheit begegnen. Durch einen Blick, der nicht verletzt, der nicht verurteilt, sondern ein Blick, der heilt und rettet. Und deswegen ist eure Hochzeit mehr als ein Zeichen der Hoffnung. Sie ist ein Zeugnis für den Glauben an Gott. Und sie ist damit auch Zeugnis für die grenzenlose Liebe Gottes gegenüber allen Menschen. Aber eure Hochzeit ist auch eine königliche. Unsere ganze kleine Nation lasst ihr an eurem Glück und an eurer Hoffnung teilhaben und an eurem Glauben. Merci. Ich danke euch, dass ihr dieses Wagnis eingegangen seid. Ich danke euch dafür, den Weg der Liebe zu beschreiten. Denn ihr werdet dabei Berge besteigen müssen. Aber dort atmet es sich freier und dort findet ihr die Saat des Lebens. Gott segne euch. Amen. Ja, nach dieser sehr eindringlichen, weil sehr persönlichen Predigt des Erzbischofs beginnt jetzt die eigentliche Trauzeremonie, beginnend mit dem Glaubensbekenntnis. Bevor ihr euch das Ja-Wort gebt, bekennt euch zu eurer Taufe, widersagt dem Bösen und bezeugt den Glauben an Gott. Widersagt ihr dem Satan und an all seiner Verführung? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Nun wird der Heilige Geist angerufen, bevor die Brautleute sich das Eheversprechen geben. Und das Eheversprechen, das geschieht auf Luxemburgisch. An der größten Stunde von ihrem Leben sind ihr nicht allein. Ihr Familien und ihr Freunde sind hier bei euch. Ganz Land ist hier bei euch. Ihr könnt sicher sein, dass wir an ganz Kirch mit euch verbunden sind. Mit auch den Herrgott als mit euch. Ihr ist den Herr von ihrem Leben und von ihrer Leben. Hier mischt ihr Bestätnis hellisch und verbindet euch Prinz Guillaume und Comtesse Stephanie. Für immer an ewig Madeneen. So wie dir de Loh am Herrgott seinem Wort teilen wird. Ich freue mich, Loh. Seid ihr frei, an ohne Zwang hierkommen, für euch Madeneen zu bestürten. Ja. Versprich dir euch, in dem anderen treu zu sein, für ihr ganzes Leben. Ja. Seid ihr bereit, an eurem Tod Pflichten zu drohen, von Mann und Frau, von Papa und Mama? Ja. Ja. Da geht ihr euch in dem anderen Tant. Für um Herrgott aus einer Kirche, aber bei denen so, die Heibane sind, geht ihr euch lo et wort.
Stephanie, willst du mich fragen? Jo, ich will. Und du, Guillaume, willst du mein Mann bin? Jo, ich will. Stephanie, ich will dich un als meine Frau und ich schenke mich dir. Guillaume, ich will dich un als mein Mann und ich schenke mich dir. Wir wollen Eis gern an Eis treisen, a guten, an a besen sich, bis und dann von Eisen. Das Furt, das die Regel Loginhut für uns alle gut, das soll unser Herrgott ihr gut halten. Und nicht abheben an seinem Segen, zusammen mit ihren Zeien, mit ihren Familien und ihren Freunden, lassen wir ihr unser Herrgott merci sagen, von ganzem Herz. Herrgott, du bist der Anfang und Quell. Allmächtiger Gott, du bist der Anfang und der Quell der Liebe. Segne diese Ringe hier, die die Brautleute als Mann und Frau tragen. Lass sie heilig werden durch ihre Liebe. So wie die Ringe ihnen ein Andenken sind an diese Stunde, so sollen sie auch ihr ganzes Leben lang ein Zeichen von Liebe und Treue sein. Stephanie, ich gebe dir meinen Ring. Stephanie, ich gebe dir meinen Ring. Ich liebe dich. Und ich will dir treu bleiben. Und ich möchte dir treu bleiben. Guillaume. Ich gebe dir meinen Ring. Guillaume, ich gebe dir meinen Ring. Ich liebe dich und ich bleibe dir treu. Das verspreche ich mir. Am Namen vom Pap, auf dem Sohn, auf dem Heiligen Geist. Amen.
Es folgen nun die Fürbitten und die werden in verschiedenen Sprachen vorgetragen. Wir danken dir, allmächtiger Gott, uns zusammengeführt zu haben und in der Liebe haben wachsen zu lassen. Du wachst jederzeit über uns und verwandelst jedes Hindernis in eine neue Gnade. Wir danken dir für die Personen, die du auf unseren Weg gebracht hast und auch für den Frieden und die Freude, die du in unsere Herzen legst an diesem Tag unseres Ehegelöbnisses vor dir. Herr, erweise uns die Gnade, immer dir Gehör zu schenken, um treu auf deinem Weg dir folgen zu können. Wir wollen mit Almosen und in Treue leben. Herr, höre uns, wir vertrauen auf dich. Frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns diese neue Familie mit unseren Gebeten begleiten, damit Gott in seiner Güte ihre Liebe noch vergrößert und allen Familien dieser Welt beistehe. Herr, wir bitten dich für Belgien und Luxemburg. Sorge dafür, dass diese beiden Nationen weiterhin für den Frieden eintreten und als Beispiel dienen für Solidarität und Respekt vor der Würde des Menschen. Herrgott, Herr. Wir bitten dich für alle Familien, dass die Eltern ihren Kindern ein Vorbild sein und sie im Respekt und in der Liebe zum Nächsten großziehen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Seigneur, Herr, wir bitten dich für die Verstorbenen unserer Familien, insbesondere für Mama, dass sie beim Vater Fürbitte einlegt für Stephanie und Guillaume, damit er sie an diesem wichtigen neuen Lebensabschnitt mit Gnade erfülle. Seigneur, nous te prions. Herr, wir bitten dich für den Papst, die Bischöfe, die Priester, die Ordensleute und alle Gläubigen, dass sie Zeugen deiner Liebe sind und der Welt die Freude vermitteln, dich zu kennen. Herr, wir bitten dich für unsere Staatsoberhäupter und alle Entscheidungsträger in der Gesellschaft, dass sie stets die notwendige Verantwortung und Rechtschaffenheit an den Tag legen, um dem allgemeinen Interesse zu dienen. Herr, wir bitten dich für uns. Herr, wir bitten dich für Stephanie und Guillaume, die soeben den heiligen Bund der Ehe geschlossen haben. Lass sie stets in ihrer Liebe wachsen, im Dienste ihrer Familie und ihres Landes. Lord, hear our prayers. Amen.
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun. Liebe Brüder und Schwestern, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Und nach diesen Fürbitten beginnt mit der Gabenbereitung jetzt der eucharistische Teil des Gottesdienstes. Und musikalisch wird er begleitet von Psalm 42 von Felix Mendelssohn Bartholdy.
prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications. Lasset uns beten. Erhöre unser Flehen, o Herr. Nimm unser Opfer an mit Wohlgefallen, mit dem wir für die neuen Eheleute beten. Auf dass durch diese Eucharistie ihre Liebe zueinander und zu dir, o Herr, wachse. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen. Dieu éternel et tout-puissant. Denn du möchtest, dass die Verbindung zwischen den Eheleuten ein unwiderrufliches Band der Liebe und des Friedens ist und dass die Fruchtbarkeit der christlichen Familie die Zahl deiner Kinder vermehrt. Es ist dein Heilsplan, Herr. Es ist die wunderbare Gnade deiner Sakramente, die Menschheit und Kirche gleichermaßen bereichert. Denn jede Geburt verschönert die Welt und lässt dein heiliges Volk wachsen durch Christus, unseren Herrn. Durch ihn, mit Engeln und allen Heiligen singen wir dein Lob und rufen ohne Ende. Zum Sanctus erklingt wieder die Missa Brevis in C von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esset alle davon. Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Als Besonderheit folgt jetzt vom Musikchor die Sonnerie Nationale.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus. Er mache uns zu deiner ewigen Gabe, damit wir das Erbe antreten, gemeinsam mit deinen Heiligen, mit Maria, der Mutter Gottes, unserer Trösterin, den Aposteln, den Märtyrern, dem heiligen Willibrord und all deinen Heiligen, auf deren ständige Fürbitte wir vertrauen. Wir bitten dich, o Herr, dass diese Opfergabe für unsere Versöhnung zu einem Segen für den Frieden und das Heil der Welt gerät. Behüte deine Kirche, die noch im Aufbruch ist, und mache sie stark im Glauben und in der Liebe. Zusammen mit unserem Papst Benedikt und unserem Erzbischof Jean-Claude, mit allen Bischöfen und Geistlichen und dem ganzen Volk, dass das deine ist. Denke heute auch besonders an das frisch verheiratete Paar. Du hast sie bis heute begleitet. Schenke ihnen weiterhin deine Gnade, damit sie in Freude, Liebe und Treue glücklich miteinander leben können. Schaue auf deine Familien, auf die, die du hier zusammengerufen hast, und steh ihnen bei in allen Dingen, die ihnen am Herzen liegen. Und führe durch dein Erbarmen, gütiger Vater, alle Kinder bei dir zusammen, die noch verstreut sind. Für unsere verstorbenen Brüder und Schwestern, mit einem besonderen Andenken an Alex, Gräfin von Lanois, für die Menschen, die diese Welt verlassen haben und um deren Aufrichtigkeit du weißt, bitten wir, nimm sie auf in deinem Reich, in das wir alle hoffen einzugehen, in alle Ewigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den du das Schöne und Gute in die Welt bringst. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Der Erzbischof wird jetzt die Gemeinde einladen, das Vaterunser zu beten. Recepte salutaribus monite, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Lasst uns beten zum Herrn für diese Brautleute, für Prinz Guillaume und Prinzessin Stephanie, die zur Trauung an den Altar getreten sind, damit sie, gestärkt durch den Empfang des Leibes und Blutes Christi, für immer verbunden bleiben in gegenseitiger Liebe. Prions quelques moments en silence. Heiliger Vater, du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen als Mann und Frau, damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen. Du wolltest, dass die Liebe von Mann und Frau Zeugnis des Bundes ist, den du mit deinem Volk geschlossen hast. So wie du willst, dass im Sakrament der Ehe die Verbindung der Eheleute das Geheimnis des Bundes von Christus und Kirche bezeugt. Wir bitten dich, segne Prinz Guillaume und Prinzessin Stephanie. Nimm sie unter deinen Schutz
und gib ihnen die Kraft des Heiligen Geistes. Mach, dass sie geheiligt durch dieses Sakrament ihr ganzes Leben lang deine Liebe teilen und dass sie sich gegenseitig ein Zeichen deiner Gegenwart werden. Ein Herz und eine Seele. Ermögliche ihnen, Kraft ihrer Arbeit, das Leben ihrer Familie und die Erziehung ihrer Kinder nach dem Evangelium zu gestalten, damit sie Teil deiner himmlischen Familie werden. Schenke Prinzessin Stephanie die Fülle deines Segens. Lass sie ihren Aufgaben als Ehefrau und Mutter gerecht werden, auf dass sie durch die Reinheit ihres Herzens und durch ihre Güte die Freude des Heims werde. Auch den Bräutigam, Prinz Guillaume, werde dein Segen zuteil. Lass ihn einen guten Ehemann und aufmerksamen Vater sein. Gewähre, heiliger Vater, den neun Vermählten, die teilnehmen am eucharistischen Mahl, dereinst einen Platz beim himmlischen Hochzeitsmahl. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Amen. Soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Der Diakon fordert jetzt auf zum Friedensgruß. Thank you.
heureux les invités au repas. Selig, die zum Mahl des Lammes geladen sind. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Der Erzbischof wird dem Brautpaar gleich die Kommunion in beiderlei Gestalt reichen, Brot und Wein. Während der Kommunionsausteilung singt der Chor Anima Christi und Pange Lingua. Thank you.
prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Wir bitten dich, o Herr. Wir, die wir an diesem Tisch das Brot miteinander geteilt haben, das du uns gegeben hast, ermögliche Prinz Guillaume und Prinzessin Stephanie, die sich durch das Sakrament der Ehe aneinander gebunden haben, sich auf immer mit dir zu verbinden und in dieser Welt Zeugen deiner Liebe zu sein. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und zum Ende dieses feierlichen Gottesdienstes singen jetzt alle ein ganz besonderes Marienlied zu unserer lieben Frau von Luxemburg, der Trösterin der Betrübten. Und zu ihren Füßen wird dann auch der Brautstrauß niedergelegt werden. Eine der schönen Dinge in einer Hochzeit ist der Hochzeitsstrauß der Braut. Und da wir uns hier in der Kathedrale Notre-Dame befinden, Trösterin der Betrübten, die in einem strahlenden Weiß strahlt, Symbol der Reinheit, bedeutet der Strauß der Braut, dass er ihr zu Füßen gelegt wird. Und ich bin mir sicher, dass unsere heilige Jungfrau aufpassen wird, Acht geben wird auf das neue, frisch getraute Paar. Wir sind hier zusammengekommen in der Kathedrale Notre-Dame, Notre-Dame von Luxemburg. Und Sie sehen über meinem Kopf die Statue unserer Patronin. Diese Statue wird nun den Blumenstrauß der Braut erhalten. Und wir sind sicher, dass wir als Luxemburger unser ganzes Herz unserer Trösterin vermachen. Und ich bin sicher, dass sie ständig sich für uns einsetzen wird und für das königliche Brautpaar. Nun verließ der apostolische Nuntius eine päpstliche Grußbotschaft und erteilt dem Brautpaar den päpstlichen Segen. Sa Sainteté, le Pape Benoît XVI, der Heilige Vater, Papst Benedikt, weiß, dass heute diese Hochzeit begangen wird zwischen Prinz Guillaume de Nassau, Erbgroßherzog von Luxemburg, mit Gräfin Stéphanie de Lannoy. Und deswegen hat er eine Grußbotschaft mir auf den Weg mitgegeben und gibt seinen apostolischen Segen. Ich verlese nun die Botschaft des Papstes. A son Altesse Royale, le Prince Guillaume seiner königlichen Hoheit, Prinz Guillaume de Nassau, Erbgroßherzog von Luxemburg und Gräfin Stéphanie de Lannoy, begehen heute ihre kirchliche Hochzeit und damit
und mit der Unterstützung meines Gebetes gewähre ich großzügig meine väterliche Benediktion und erteile den apostolischen Segen. Im Vatikan, 7. Oktober 2012, unterzeichnet Papst Benedikt XVI. Der Herr sei mit euch allen. Der heilige Gott, Vater aller Menschen, soll euch seine Freude schenken und euch segnen. Amen. Unser Herr Jesus Christus, sein Sohn, soll euch mit seiner Kraft beistehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Amen. Der heilige Geist soll bei euch sein, mit seiner Liebe und euch zusammenhalten in Treue. Euch und alle, die mit euch hier sind, soll unser Herrgott segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es erklingt jetzt die Luxemburger Nationalhymne. Ja, und während des Hallelujahs aus Händels Messias unterzeichnen jetzt die Trauzeugen Prinz Felix von Luxemburg, Freifrau Blanche von und zu Bothmann und Lawrence Frankofan, ein Freund des Bräutigams, Prinzessin Luise von Stolberg-Stolberg, die Heiratsurkunde.
Ja, ein großer Applaus für Braut und Bräutigam. Zum Ende dieses Traugottesdienstes und zur Musik von Alexandre Guimond wird jetzt das Brautpaar die Kathedrale verlassen. Ja, und jetzt ist die einstige Baronin Stephanie, die Prinzessin von Luxemburg, oder der genaue Titel lautet ihre königliche Hoheit, Erbherzogin von Luxemburg. Daniel Thoma, was die Zuschauer jetzt nicht sehen, aber ich sehe, die sind sehr ergriffen, ja, und mit Sicherheit sehr stolz als Luxemburgerin. Ja, ich finde gar keine Worte mehr für diese unglaublichen tiefen Momente, die wir hatten. Und diese feierlichen Momente und sehr ergriffene Momente waren auch drunter. Und ich glaube, wir können diesem wunderbaren Paar nur das Allerbeste wünschen. Und wir freuen uns mit Ihnen. Ja, ich möchte mal ein Kompliment machen, Ihnen persönlich, aber auch Ihrem Land und Ihrer Sprache. Dieses Ja-Wort, das Eheversprechen auf Luxemburgerisch, das war das Schönste, was ich je gehört habe, weil es eine wunderschöne, eine spielerisch leichte, eine ganz fröhliche Sprache ist, dieses Luxemburgisch. Das ist ein Moselfränkisch, nehme ich an, wie Sie wissen. Der Auszug des Brautpaars, dahinter sehen wir ja, den Großherzog Henri und Marie-Thérèse, Großherzogin Marie-Thérèse. Und sehr stolze Eltern. Wir freuen uns einfach nur. Überglücklich. Und immer noch klatschen Sie, die ganze Hochzeitsgesellschaft. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass Sie, glaube ich, zum dritten Mal einen Applaus für das Brautpaar jetzt zum dritten Mal beim Auszug. Es hat mir auch gut gefallen. Zuerst war es ja eigentlich sehr andächtig immer und sehr ergreifend, die Stimmung. Und dann löste sich das so gegen Ende und man sah die strahlenden Eltern. Und dann strahlte also auch die Braut. Und jetzt reißt also auch, lacht der Himmel. Strahlt der Himmel, die Sonne scheint. Wir hatten ja damit nicht gerechnet, dass der Himmel so strahlen würde. Der Himmel über Luxemburg. Die Dächer der Kathedrale, also feierlicher kann es nun wirklich nicht mehr sein. Das ist ja auch ein historisches Ereignis, wenn man so möchte.
Stéphanie de Lannoy wird in die Geschichtsbücher eingehen, als Erbgroßherzogin, eines Tages als Großherzogin. Ja, natürlich. Die Bilder von diesem Tag werden sich unsere Enkel und Urenkel noch anschauen können. Es ist auch kein privates Fest, es ist ein Staatsakt und dementsprechend also auch dieser feierliche Rahmen heute. Da hat aber auch alles gestimmt, die Blumendekoration, die Musik, das war alles so stimmig. Obwohl es ja sehr streng nach Protokoll eigentlich läuft, waren das auch Punkte, die das Brautpaar also selber auch mit eingebracht hat, die Wünsche, was gerade das Musikprogramm betraf, die Blumendekoration, die Lesungen. Also es ist so eine Mischung aus persönlich und Protokoll. Und die Gratwanderung ist ihnen, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube auch, dass es für die beiden ganz schön anstrengend war. Das waren jetzt 1 Stunde und 55 Minuten Gottesdienst, wobei sie nicht angestrengt ausgeschaut haben. Aber man sieht ihnen jetzt an, dass sie doch etwas erleichtert sind. Feierlich auch die Glocken, also das ist... Haben Sie damals, Frau Thoma, vor 32 Jahren auch die Hochzeit von Großherzog Henri? Henri und Marie-Thérèse am Bildschirm, natürlich. Und sie war für mich, mit Verlaub, einer der schönsten Bräute, die ich bis heute gesehen habe. Also für mich war Princesse Grace von Monte Carlo und unsere Großherzogin Marie-Thérèse wunderschön. Das Kleid war einmalig. Zu dem Kleid von Erbgroßherzogin Stéphanie können wir vielleicht jetzt auch ein paar Details mehr verraten. Ja. Es wurden 50.000 Perlen verarbeitet, 80.000 Kristallpailletten, 10 Kilometer Silberfäden und 70 Meter Tüll und Seidenkrepp für die Unterfütterung des Unterrocks. Der Schleier besteht aus 15 Meter Seidentüll und das Diadem der Braut ist nicht etwa aus dem Hause Nassau, also von der großherzoglichen Familie, sondern es ist ein Stück von 1878 aus dem Besitz der Familie de Lannoy. Hören Sie die Kanonenschüsse im Hintergrund? Ehrensalut. Ehrensalut. Für das erbherzogliche Paar. Wunderschön. Ich glaube, es werden 101 Schüsse, so wie vor 31 Jahren. Ja. Sie sehen beide so glücklich aus. Und was hier, wo wir auch gerade die Menschen sehen, was hier los war während der Trauung, neben unserem Studio ist ein Public Viewing. Hier wurde also getobt beim Ja-Wort und es war eine unglaubliche Stimmung hier. Ja, ich glaube, die Menschen freuen sich einfach mit den beiden. Sogar sehr. Also 30.000 Menschen haben sich hier rund um die Kathedrale und um das Rathaus versammelt, wo dieses Public Viewing stattfindet. Viele Luxemburger, aber auch viele Gäste aus Deutschland, aus Belgien, aus den Niederlanden. Überhaupt ist dieses Luxemburg ja Multikulti. Ja. Viele Menschen aus dem Ausland hier leben, aber auch viele Menschen aus dem nahen Ausland, die hier arbeiten. Fast die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung sind. Hauptsächlich Portugiesen. Ja. Ja, viele Portugiesen, auch Italiener. Aber der Hauptteil sind Portugiesen. Also wir sind Multikulti, wir sind international. Spiegelte sich ja auch. Wir sprechen ja auch mehrere wieder. Sprachen. Ne? Da gab es ja mehrere Sprachen. Ja. Deutsch, Luxemburgisch, Englisch, Französisch und eben auch Portugiesisch. Genau. Ah, das ist wunderschön, was hier hinter uns da los ist. Naja, also allein hier rund um den Fürstlichen Palais, da knuffelt es sich richtig. Also das ist jetzt richtig eng. Hier allein mögen es 10.000 sein, weil in diesen engen Altstadtgassen der Balkon hier hinter mir in meinem Rücken am Fürstlichen Palais, da werden natürlich die Menschen gleich darauf warten, auf den lang ersehnten Hochzeitskuss, der eigentlich schon stattfinden sollte. Das Ganze hat sich aber jetzt etwas verzögert. Wir erwarten das so in naja, so 10 Minuten etwa. Das müsste eigentlich jetzt hinhauen, wenn die beiden... das frisch vermählte Paar jetzt in den Hochzeits-Rolls-Royce steigen werden, um die etwa 200 Meter von der Kathedrale zum Palais hinüberzufahren. Es gab ja schon so einen Moment bei der Trauung, wo man dachte, gleich gibt es schon den ersten Kuss. Als die Hochzeitsgesellschaft zum Friedenskuss aufgerufen wurde, stand eigentlich nur das Brautpaar da und man ahnte, dass Guillaume eigentlich sich gerade rüberbeugen wollte, um seine Braut zu küssen, aber die beiden haben also stillgehalten. Und war auch süß, so während der Zeremonie, als er einmal ihre Hand so hielt und streichelte. Das war so ergreifend, das war so süß, so verliebt.
Ja, liebe Zuschauer, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Wir werden so lange auf Sendung bleiben, bis sich Guillaume und Stephanie auf dem Balkon des Palais geküsst haben. Wunderschön. Ich sag mal 10 Minuten. Wobei ein Kuss auf dem Balkon ja jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also manche Paare haben uns ja schon mal darauf warten lassen. Ja. Aber wir rechnen jetzt einfach mal damit, dass wir nicht durchsenden, bis es irgendwann mal passiert, sondern dass die beiden sich zeigen werden und die Gefühle sie übermannen. Ja, ich glaube auch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die beiden kneifen werden, so fröhlich, frisch und locker, wie sie gestern hier durch die Innenstadt. Nein, das werden die nicht spaziert sind. Sie erwartet nur darauf, glaube ich. So volksnah, wie sie sind, nee, das Volk lassen sie nicht warten. Auch nicht die Fernsehnation Deutschland. Nein, die lassen uns nicht warten. So, sozusagen eine kurze Stadtrundfahrt durch die Luxemburger Altstadt auf der Avenue Guillaume. Avenue Guillaume und jetzt da. Das Paar genießt ja auch so richtig das Bad in der Menge. Das haben wir gestern schon bei der standesamtlichen Trauung gesehen. Da schritten sie also hier an den Gattern entlang und widmeten sich also auch den ganzen Zaungästen. Vor allen Dingen den Kindern. Die hatten ja ganz viel mitgebracht, Zeichnungen, kleine Geschenke. Und die haben fast mit jedem Kind kurz parliert und sich bedankt und sich erklären lassen, welche Bedeutung das hat. Es war richtig fröhlich und sowas von volksnah. Apropos Geschenke, uns erreichte nämlich die Frage von Zuschauern, was der Bräutigam wohl seiner Braut zur Hochzeit schenkt. So viel hat er uns jetzt also auch der Kollegin vorher im Interview nicht verraten. Wir wissen nur, und das ist Tradition im Hause Nassau, dass der Bräutigam die Flitterwochen ausrichtet und die sind streng geheim. Aber wahrscheinlich wird er wohl sicherlich noch was Persönliches haben für Stephanie. Ja, und Hochzeitsgeschenke gibt es in dieser Form gar nicht. Das Brautpaar hat darum gebeten, auf Geschenke zu verzichten und das Geld lieber einem wohltätigen Zweck zukommen zu lassen. Es wurde eine Stiftung, ein Spendenkonto einberufen für gute Zwecke. Die beiden sind sozial sehr engagiert. Sehr, ja. Und eine schöne Geste, wie ich finde, das Geld denen zukommen zu lassen, die es, weiß Gott, nötiger haben als das Brautpaar. Die großherzogliche Familie ist ohnehin sehr engagiert im humanitären und sozialen Bereich. Die Hochzeitsstiftung von der Hochzeit damals vor 31 Jahren von Maria Theresa und Henri, das hat sich also zu einem Riesenfonds und zu einer Riesenstiftung entwickelt, die Entwicklungsprojekte auch in der dritten Welt fördert, aber natürlich auch hier vor Ort greift. Und Maria Theresa, die ist also auch persönlich sehr engagiert und reist zu ihren Projekten. Das ist also eine Mission, die auch Stephanie sich zum Vorbild genommen hat. Sie ist ja auch, glaube ich, die Ehrenpräsidentin hier in Luxemburg vom Roten Kreuz, unsere Großherzogin. Und ich finde es, dass jetzt unsere Erbgroßherzogin Stephanie sich eben um einsame Menschen kümmern möchte. Also Projekte, die ihr sehr am Herzen liegen. Und ich finde das besonders ehrenwert. Ja, die Hochzeitsreise oder das Ziel der Hochzeitsreise, das ist auf jeden Fall streng geheim. Das Einzige, was wir jetzt definitiv wissen, ist, dass sie ihren ersten offiziellen Termin nach ihrer Hochzeit haben. Nämlich eine Reise nach China und den Besuch einer Handelsniederlassung dort. Richtig. Auch geheim ist, wie es übrigens zu dem Antrag gekommen ist. Das war wohl 3 Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe der Verlobung. Und Guillaume sagte dazu nur, das Einzige, was ich Ihnen dazu sagen möchte, sie hat Ja gesagt. Ja, das Paar will nach dieser Hochzeit ein relativ normales Leben führen und hat gesagt, nee, auf diese große Burg dort, wo die Familie, die großherzogliche Familie lebt, da wollen wir auf keinen Fall hinziehen, am liebsten irgendwo mitten in die Stadt. Und? Tun Sie das? Das weiß Sie ich haben es angekündigt. Nicht. Ich weiß noch nicht, wo. Ja? Welches Ziel Sie sich ausgesucht haben. Also Sie wollen nicht auf Colmar-Berg, dem Schott, nein? Nach dem Motto, das ist uns zu steril, das ist uns zu steif, wir sind Menschen aus dem Volk. Und ja, dann freuen wir uns aber besonders. Dann werden wir Sie ja des Öfteren in der Stadt, genau, und wir werden uns dann öfters in der Stadt zu sehen, was übrigens auch unsere jetzige Großherzogin macht. Sie geht manchmal mit ihrer Tochter, gehen sie manchmal durch die Stadt einkaufen und dann denkst du auf einmal, ach, die kennst du doch und dann ist das mal gerade unsere Großherzogin, was ich unglaublich sympathisch finde. Ja, uns ist es ja gestern auch so ergangen in der Kirche. Vorgestern war es bei der Generalprobe zu dieser Hochzeit. Wir haben Stephanie auch nicht erkannt, obwohl sie neben uns stand. Wenn man halt etwas anderes anzieht, sieht man so aus wie jeder andere normale Mensch auch. Und schon wird man nicht mehr erkannt und kann sich unerkannt unter das Volk mischen. Haben Sie denn etwas, Frau Thoma, von diesen Hochzeits-
Spezialitäten schon gekauft, dieses wunderschöne Porzellan von Vittorio Bock? Leider noch nicht. Ja, aber ich habe gehört, ist das nicht schon ausverkauft? Ja, da haben Sie Pech gehabt. Wir haben uns alle schon bemüht, aber es gibt leider keine Souvenirs mehr. Es ist ausverkauft, ne? Also was sollen wir denn jetzt machen? Ja, ich weiß nicht, aber ich kann Ihnen helfen. Haben Sie denn dieses Fläschchen, dieses Spezialpüppi des Cremons bekommen? Ich dachte, wir bekämen ein Püppchen jetzt. Ja, das machen wir gleich. Sobald der Kuss stattgefunden hat, gönnen wir uns ein Gläschen Cremons in dieser Hochzeit. Mit. Aber noch heißt es kein Alkohol. Nein, das machen wir auch nicht. Maria, wie glücklich unsere Großherzogin ist. Und, genau. Die jetzt in das fürstliche Palais einziehen. Und ich glaube nicht, dass die jetzt abwarten, bis alle Königinnen und Könige gekommen sind, beziehungsweise alle Kronprinzen und Kronprinzessinnen, weil es gibt ja noch einen großen Empfang gleich im Palais. Ich nehme mal an, die beiden werden das Volk nicht mehr allzu lange warten lassen. Guillaume und Stephanie. Und wohl gleich auch auf den Balkon schreiten. Man stellt sich ja immer vor, dass so ein Palais irrsinnig groß sein müsste, dass es also mühelos so eine Gesellschaft dort empfangen werden könnte. Aber weit gefehlt, es wurden im angrenzenden Parlamentsgebäude, wurde der Plenarsaal leergeräumt. Und ein Teil der Gäste wird also im Plenarsaal im Empfang genommen. Die Brüder des Bräutigams. Genau. Das sind die Brüder, ja. Prinz Felix, der Rechte, der auch Trauzeuge ist. Also ich denke mal, spätestens wenn sich die Familie des Großherzogs versammelt hat und die Familie de Lannoy, dann dürfte es losgehen. Prinzessin Alexandra und eine Nichte von Stephanie, die beiden Brautjungfern. Wir rücken dem Moment immer näher. Die ganzen Blumenkinder, die jetzt hier im Minibus wieder vorgefahren werden. Der kleine Prinz Gabriel und die Nichten. Wir waren auch alle ganz hingerissen von den Haaren dieser Mädchen, die also kunstvoll zusammengesteckt worden sind. Mit den Blumen im Haar, Die ganze Blumendekoration auch in der Kathedrale kommt von verschiedenen Floristen hier aus Luxemburg und wurden kübelweise in die Kathedrale angeliefert und vor Ort geschnitten, gebunden und arrangiert von Floristenschülern. Das sah tagelang unglaublich schön aus. Und die Salutschüsse donnern immer noch. 101. So, dieses grüne Fahrzeug, was wir zum Anfang der Sendung schon gesehen haben, das ist das Kronprinzen- und Kronprinzessinnen-Vehikel. Europas Royal Popstars sozusagen. Hier sehen wir den grünen Mobil vereint. Prinz Louis und Prinzessin Tessie. Genau. Von Luxemburg. Sehr schön. Schöne Hut. Das ist eigentlich der Blick hier aus unserem ZDF-Studio direkt auf Augenhöhe mit dem Balkon des Großherzoglichen Palais. Gab es eigentlich vor 32 Jahren auch einen Kuss da auf dem Balkon? Können Sie sich daran erinnern, Frau Thoma? Ich glaube schon, ne? Julia, da muss ich die Expertin fragen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, aber die waren so verliebt. Das sind ja Studien. Doch, die. Also ich glaube, da gab es einen. Da gab es vielleicht waren wir vor 32 Jahren ein bisschen zurückhaltend und hat es nicht so intensiv gemacht. Wobei andere junge Brautpaare es in letzter Zeit ja auch etwas zurückhaltend getätigt haben. Aber das war eine richtige Liebeshochzeit damals auch. Sie ist die erste bürgerliche, die in die großherzogliche Familie eingeheiratet hat. Also ich habe mir sogar sagen lassen, das war ein richtig stürmischer Kuss, weil die Braut kommt ja aus Kuba. Ja. Also wie wenn Sie das sagen, heißgültige Lateinamerikanerin gehört. Ich glaube auch, dass das ein sehr stürmischer Kuss war, soweit ich mich erinnern kann. Die haben an einem Valentinstag geheiratet. Ja, das war am 14. Februar, ne? Ja. Und kurz vorher auch erst die Verlobung bekannt gegeben. Also man ist ja hier sehr diskret auch im Großherzogtum Luxemburg. Und genauso kannten wir ja Stephanie auch nicht lange vor der Verlobung. Also die beiden haben über Jahre ihre Beziehung auch geheim gehalten und sagten auch, das haben sie sehr genossen, weil sie unerkannt zumindest in Brüssel durch die Straßen gehen konnten und so also auch die Zeit hatten, ein Fundament für ihre Beziehung zu bauen und Stephanie auch die Möglichkeit zu geben, sich das zu überlegen, ob sie das überhaupt möchte, Großherzogin zu werden und fortan ein Leben lang im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Ja, weil sie lädt ja da auch sehr große Pflichten auf sich. Und wir erwarten das natürlich auch von unserer dann zukünftigen Großherzogin. Na, und die Luxemburger Presse, würde ich mal sagen, ist auch nicht eine, ich sag mal, vergleichbare mit der anderen Nation, die ja eine regelrechte Paparazzi-Jagd auf ihre Blaublütige machen. Hier ist man sehr zurückhaltend und diskret und behält die eine oder andere Sache vielleicht auch mal für sich, ohne sie herausposaunen zu müssen. Ja, wir Luxemburger sind ja auch kein so Bling-Bling-Volk. Wir sagen immer, wir haben das Schlösschen zu Hause. Margarete
von Dänemark und ihr Prinzgemahl Hendrik gerade zu sehen gewesen. Und hier direkt hinter unserem ZDF-Set die vielen tausend Menschen. Ach, sehen Sie am Ende dieser Straße unser Set dort, von dem wir aus übertragen, die jetzt warten, wunderbar, dass es endlich soweit ist. Und wenn der Kamerakran jetzt über die Leute fährt, dann denken die doch, oh, geht gleich jetzt bestimmt los. Und jetzt wird schon mal richtig eingejubelt sozusagen. Schön. Oder das Brautpaar wird herausgejubelt auf dem Balkon. Ach, Frau Thoma, eigentlich können Sie uns Deutschen ja auch so ein bisschen dankbar sein. Die haben sich ja vor 8 Jahren in Deutschland kennengelernt und dann vor 3 Jahren in Deutschland wiedergesehen und dann auch verliebt ineinander. Ach ja? Ja, so war das. Na dann, wunderbar. Wenn Sie das sagen, das glaube ich Ihnen. Ja. Ich glaube auch, irgendwo habe ich das gelesen. Ja, ja, das war zwar nicht Liebe auf den allerersten Blick. Es war so ein bisschen mehr tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Aber dann vor 3 Jahren in Deutschland. Ja, genau. Dann hat es gefunkt. Eine dieser Freundinnen, über die Sie sich kennenlernten in Deutschland, ist heute auch die Trauzeugin. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt die Prinzessin Stolberg ist oder die geborene Prinzessin Merode. Aber eine von den beiden wird es sein. Aber hatte nicht Guillaume irgendwann gesagt, dass er Liebe auf den ersten Blick gewesen? Ich glaube, das habe ich auch irgendwo aufgegriffen. Es war, ich glaube, er hat gesagt, es war Sympathie auf den ersten Blick. Ja? Und das war vor 8 Jahren und dann 3 Jahre, vor 3 Jahren dann das Wiedersehen in Deutschland. Und da hat das Herzchen dann des Erbgroßherzogs doch ein bisschen mehr gepocht, offenbar. Genau. Also aus Sympathie wurde Liebe oder, wie er so schön in unserem ZDF-Exklusiv-Interview sagte, Komplizenschaft. Komplizen. Sie sprechen ja toll Deutsch, das haben wir ja auch in dem Interview gehört. Und die sind ja ohnehin solche Sprachen. Das sind unsere Amtssprachen auch, Deutsch, Französisch sind ja unsere beiden Sprachen. Amtssprachen natürlich Luxemburgisch, das dürfen wir nicht vergessen. Stefanie kann ja sogar Russisch, ja, nach dem Abitur, die waren ein ja Jahr in Moskau. Ja. Und hat dort also auch Geige gespielt. Diese beiden sind sehr musisch. Sehr musikalisch. Und Guillaume hat sogar in der Schulzeit in einer Rockband gespielt. Noch. Und spielt also auch heute noch leidenschaftlich gern Gitarre und sie Geige. Jetzt sehen wir das norwegische Königs- und Königinnenpaar Harald und Sonja, die ja hier mit Kronprinz Håkon und Prinzessin Mette-Marit zu Gast sind und die auch gleich zusammen mit den anderen Vertretern des europäischen Hochadels und der europäischen Königshäuser an diesem Empfang teilnehmen werden innerhalb des Palais, wo nochmal ordentlich aufgetischt wird von einer Starköchin hier Lea aus Luxemburg, glaube ich, ne? Einer Bocuse Goldpreisträgerin. Das belgische Königspaar, für die das natürlich auch heute ein großer Tag ist. Eine Belgierin heiratet in die großherzogliche Familie ein. Und sie stehen natürlich auch der Familie der Braut sehr nahe. Königin Fabiola, die wir vorhin auch in der Kirche gesehen haben, Kronprinzessin Mathilde von Belgien, beide waren vor 2 Monaten auch bei der Beisetzung von Gräfin Alix de Lannoy. Königin Silvia von Schweden. Da hoffen wir ja, dass da auch bald wieder eine Hochzeit stattfindet. Sowohl Prinz Karl Philipp als auch Prinzessin Madeleine sind in festen Händen. Ah, ja? Und eines Tages, vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, können wir uns darauf freuen. Ich tippe hier mal auf Karl Philipp im nächsten Jahr. Wir brauchen noch 2013 wieder was Royales. Vielleicht eine Hochzeit in Schweden. Ja, finde ich auch. Vielleicht. Etwas, worauf man sich freuen kann. Jedes Jahr jetzt eine. So nett, apropos freuen, das sagte Premierminister Juncker, als er die Verlobung hier bekannt gab. Ja. Endlich mal eine gute Nachricht bei dem ganzen Schlamassel, über den er sonst immer sprechen muss, in Zeiten der Finanzkrise. Und insofern freuen sich auch alle, dass hier einfach mal was Positives wieder passiert. Es war ja auch so ein bisschen umstritten im Volk. Also ich habe das gelesen und auch gehört, dass die Kosten für die Hochzeit so hoch eingeschätzt worden waren. Und ich muss da wirklich sagen, das stimmt nicht, weil wir haben da sehr, auch an Betracht der Krise, Weltwirtschaftskrise eben, sehr, sehr, sehr zurückgenommen war das Ganze. 350.000 Euro soll das Ganze gekostet haben, inklusive des Feuerwerks. Richtig. Angesichts des, ich sag mal, des Werbeeffekts für Ihr kleines Land, für den großen Werbeeffekt, würde ich mal sagen, sind das fast Peanuts. Aber Leute haben ja immer etwas auszusetzen. Zumal das ja fast 15 Staatsbesuche zeitgleich sind. Ja. Und wenn man das mal mit anderen Hochzeiten vergleicht, der Sultan von Brunei hatte sich die Hochzeit seines Sohnes 40 Millionen kosten lassen. Oh, das nenne ich aber großzügig. Aber es trifft ja auch keinen Arm in dem Fall. Und dann ist das hier, würde ich mal sagen, die A&P attraktiv und preiswert Variante. Obwohl diese 350.000 Euro, das sind eigentlich nur die staatliche Beteiligung. Ja. Also den Löwenanteil zahlt die großherzogliche Familie. Die haben es ja auch. Ja. Die sind ja auch nicht gerade arm. Da gibt es ja unterschiedliche Berechnungen. Mhm. Einige glauben, dass Großherzog Forbes, Henri der reichste Monarch der Welt ist mit über 4 Milliarden. Das hat Forbes gesagt. Ja. Andere sagen, das sagen Forbes. So eine Milliarde hat er, damit wäre er hinter Juan Carlos und Königin Elisabeth. Genau. Ja, liebe Zuschauer, ich kriege gerade über meinen kleinen Ohrwurm gesagt, dass sich das Ganze wohl offensichtlich doch noch etwas zieht. Man will jetzt doch abwarten, bis zumindest die gekrönten Häupter auch im
Palast angekommen sind und auch die Kronprinzen und Kronprinzessin. Das heißt, das Ganze schiebt sich jetzt noch so ein bisschen um 4-5 Minuten. Da würde ich mal sagen, Sie verpassen nichts, liebe Zuschauer, bei uns im ZDF, denn den Hochzeitskuss, den wir gleich sehen werden, den kriegen Sie auf jeden Fall nachgereicht jetzt gleich im ZDF-Wochenjournal. Wir machen jetzt einfach mal sozusagen den royalen Deckel hier drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für Ihre Aufmerksamkeit. Alle weiteren Informationen rund um diese erste und einzige große royale Hochzeit des Jahres 2012 finden Sie bei uns im Internet unter royal.zdf.de. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie uns hier in Luxemburg. Einen schönen Tag noch in Deutschland. Tschüss. I'm in love.